Also, Rainer, also nur, dass wir es einmal. Also, Thermometer, schau her, da haben wir da 0 Grad. Ja, da geht es praktisch, alles, was über 0 ist, ist Plus, da wird es also warm, Richtung Sommer. Ja, und alles, was drunter ist, Rainer, das ist kalt. Also da wird es kalt, da geht es dann tatsächlich Richtung Winter. Also jetzt haben wir minus 3-4 Grad. Das ist prima, perfekte Bedingungen. Vielleicht hilft dir das. Jetzt pass auf, das Weiße, was wir da haben, also das, Rainer, das ist praktisch Schnee. Ein ganz typisches Merkmal für Winter. Haben wir ja im Sommer nicht. Weil die Natur und die Vegetation ist. Rainer, hörst du mich überhaupt? Also kannst du mich hören? Also, ich hab doch was gesagt, oder? Also, ich rede doch, oder? Wie konnte ich dir denn das mit dem Winter noch erklären? Weißt du, es fliegen ja auch keine Bienen. Wie auch. Es ist ja kalt. Es ist ja Winter. Nummer 1. Ein Schwammer. Imagine a place you can always escape to. An island off the coast of nowhere. Und das haben wir heute auch noch für Sie in der Freizeit. Winterwunderland Allgäu. Warum sich ein Spaziergang durch Schnee und Eis lohnt. Und Tipps vom Gourmetkoch, wie Sie die köstlichen Winterschwammerl in der eigenen Küche zubereiten können. Ja, schau mal, das ist jetzt unser Winterpilz. Ha. Und da möchte ich dir jetzt heute auch noch mal zwei weitere zeigen, sodass du mal drei Winterpilze kennenlernst. Es gibt mehrere, aber sagen wir mal, drei sind so gut zu finden, sind leicht zu finden bei uns. Das wäre so der erste davor, die Nummer 1. Den haben wir jetzt hier gefunden an einem alten Baumstumpf, an altem Baumholz, so wie hier bei dieser Weide oder auch mal an der Erle. Aber das ist ja schon morsch. Also das ist ja genau. Das Holz, das zersetzt er. Der Pilz ist ja immer da. Das ist dieses Myzel, dieses Pilzmyzel, das wächst ständig in diesem Baum. Und bei guten Bedingungen schiebt sie dann diese Fruchtkörper. Und essen kann man sie, oder? Die sind essbar, die sind genießbar. Aha. Sogar sehr delikat. Also gute Bedingungen waren jetzt für mich, wenn ich jetzt ein Schwammerl war, war das eigentlich Herbst, weißt du, ein bisschen Sonne noch, ein bisschen Wärme, ein bisschen Laub fällt runter, eine schöne Stimmung. Die Pilze brauchen sogar eine gewisse Kälte als Anschub, dass überhaupt mal diese Fruchtkörper wachsen können. Sonst kommen die gar nicht. Der ist ja nicht eingefroren, gell? Ja, der hat so eine Art Frostschutzmittel eingelagert, damit diese Zellen jetzt nicht platzen in der Kälte. Und wie heißt der? Das ist jetzt der Samtfußrübling. Samtfuß deswegen, weil dieser dunkelbraune Stiel, der fühlt sich auch so ganz pelzig, so faserig an. Und das gibt ihm den Namen, der Samtfuß und Rübling, das ist die Familie, wo der dazugehört. Wenn du die findest, dann hast du gleich ein richtig so sattes Mittagessen. Gut. Weil da unten stehen ja die Seilen, genau. Oder? Dann können wir jetzt noch mehr wegpflücken. Uns noch einige holen. Ja. Gewusst wie? Jetzt sieht man auch was. Jetzt siehst du mal, verstehst? Oh Gott, ich bin. Wie alt bist denn du? Kann ich den jetzt mit einem giftigen verwechseln? Also gibt es da vielleicht nur einen zweiten oder sowas? Also im Sommer oder Herbst gibt es natürlich noch welche, die ähnlich aussehen und die auch so büschelig wachsen. Das wären zum Beispiel diese Schwefelköpfe. Der grüne Schwefelkopf, der schmeckt bitter, der wäre also giftig. Aha. Aber jetzt dadurch, dass man diese kalte Temperatur hat, da wächst im Grunde nur noch dieser Samtfußrübling. Der Samtfußrübling. Flammolina velutipes. Er gehört zur Familie der Rindenschwammartigen. Größe? Der Hut 3 bis 8 cm. Der Stiel bis zu 8 cm. In Japan wird er in rauen Mengen verspeist und in der chinesischen Heilmedizin sogar zur Tumorbekämpfung angewendet.
Angeblich stärkt dieser kleine, frostresistente Kerl das Immunsystem und senkt bei regelmäßigem Verzehr die Cholesterinwerte. Genießbar ist übrigens nur der Hut. Wofür sich Flammulina velutipes gut als Begleiter eignet, weiß der junge Chefkoch Michael Huber. Hochdekoriert mit 15 Punkten im Gourmet und mit eigenem Restaurant in München. Bei der Verarbeitung von Pilzen sollte man immer darauf achten, den Pilzen nicht zu viel Feuchtigkeit zuzuführen, um nicht dafür zu sorgen, dass der Geschmack komplett ausgewaschen wird. Am besten mit einem trockenen Tuch abreiben. Ich habe mir zu den Samtfußrüblingen ausgedacht, eine Pasta mit selbstgemachten Spaghetti. Mit einem Ragout aus Iberico-Schwein und gebratenen Samtfußrüblingen möglichst scharf anbraten. Normalerweise mache ich das Gericht mit gezüchteten Enoki-Pilzen, was der gleiche Pilz ist, nur eben in einer gezüchteten Variante, der dann auch nicht so schön gelb ist, sondern eben nur weiß, weil er ohne Licht gezüchtet wird. Der bringt eben da noch so eine gewisse Erdigkeit in das ganze Gericht rein. Die Soße für die Pasta habe ich schon vorbereitet. Dafür wird die Schweineschulter angebraten. Dann werden Zwiebeln angedünstet, Sellerie und Karotte. Dann werden Tomaten dazugegeben. Und in dieser Soße wird die Schweineschulter geschmort, dann herausgenommen, in feine Würfel geschnitten und wieder zur Tomatensoße dazugegeben. Insgesamt dauert es, wenn die Soße schon fertig ist, so circa 10 Minuten. Also den können wir den jetzt mitnehmen. Den würde ich jetzt abschneiden, ja. Ah, handvoll, hä? Ja, sind jetzt natürlich auch noch kleinere Exemplare. Ja, aber vielleicht findet man ja da noch, also mehrere, hä? Ui. Da kommt noch mal was, hä? Ui. Da sind doch noch mal ein paar größere Exemplare. Ach, schau mal, das ist ein großer hier, oder? Mhm. Da ist er her, hä? Man sieht wieder schön diesen honiggelben Hut. Sag doch, zweimal im Winter, verstehst? Hab ich doch gleich gewusst. Welcome to Mystery. Ja, sag einmal. Ja. Ich glaube, ich hab's. Ich hab mein. Kein Korb dabei, aber ein Pilznetz. Da können wir es jetzt dann schön einlegen. Ein Pilznetz? Wunderbar. Ja. Dörderle. Aber darf ich jetzt einfach losgehen und darf Spannmal suchen? Also, ich meine, klar, aber gibt es Arten, die geschützt sind? Oder ist das. Es gibt natürlich bei den Pilzen Arten, die auf der roten Liste stehen, die geschützt sind. Vielleicht jetzt nicht im Naturschutzgebiet pflücken. Aber die, was wir sammeln, die paar Arten, da gibt es reichlich davor. Und da können wir also mit gutem Gewissen abernten. Und die wachsen ja auch wieder. Also man hat ja den Spermal ja, nicht genau. Kaputt gemacht, nee, in dem Sinn. Nee, dieses Pilzmyzel, das ist ja der eigentliche Pilz, der im Substrat lebt. Und nur die Fruchtkörper, die er bildet, das sind die Pilze, die mir dann abernten. Genau. Das sind die Körper, die mir essen. Ja, wie gut, Rainer, dass ich die dabei habe, oder? Der Rainer. Er gehört zur Familie der Schall. Größe 182 cm. Den Biologicus rerum naturalium findet man ganzjährig in Waldgebieten. Verwendet wird er gern als geprüfter Pilzsachverständiger, als Begleiter für Abenteuertouren in Kanada oder Skandinavien oder als Bogenbauer und Messerschmied. Er tritt häufig in Gruppen auf und hilft, gut dosiert, bei der waldpädagogischen Ausbildung von Erziehern und Naturfreunden.
giftige Doppelgänger sind keine bekannt. Der genaue Fundort. Rainer kommt vor in Leutkirch im Allgäu, 20 Minuten von Memmingen entfernt. Für seine eigene Wildnisschule hat er ein Stück Forst gepachtet und bietet neben Pilzexkursionen und Wildkräuterkursen auch Survival- oder Steinzeittage an. Ja, da können wir jetzt vielleicht hier oben an den Buche auch was finden. Schau mal da oben. Die wachsen gern, auch in der Höhe, 3 Meter, 4, 5 Meter hoch. Einfach mal die Augen aufhalten. Schwammen? Ja, wir können also jetzt ruhig immer mal schauen, ob wir entlang von so einem Buchenstamm auch unseren zweiten Pilz entdecken. Pilze sind weder Tiere noch Pflanzen, sondern gehören zu einer dritten Art Lebewesen, den Eukaryoten. Gut 5000 Pilzsorten wachsen in Europa. Darunter Heilpilze wie dieser pinselförmige Schimmelpilz, aus dem das Penicillin hergestellt wird. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight. Hold you close till the morning light. The morning watch sun. Do whatever just to stay alive. Do whatever just to stay alive. Die sieht man sehr schön. Spur vom Fuchs. Momentan ist gerade natürlich auch die Hochzeit, die Ranzzeit vom Fuchs. Da ist er natürlich fleißig unterwegs. Da war jetzt ein Hase unterwegs. Schau, da ging er rein. Wir sind jetzt schon am richtigen Platz hier. Wenn man jetzt noch mal so eine alte Buche findet, da wachsen dann diese Delikatessen drauf. Vielleicht ein bisschen schwierig jetzt gerade so, in dem Zustand die Buche halt zu erkennen, aber... Ja, weil die haben ja gar keine Blätter mehr drauf. Genau, natürlich die Blätter fehlen, ja, genau. Ja? Wobei es ist ja eigentlich kein Problem. Schließlich habe ich eine Sendung gemacht über Brennholz. Da habe ich ja die Bäume kennengelernt. Ich brauche die Blätter ja gar nicht. Ich kenne die Buche auch so. Ach, die haben sie nicht gesehen, die Sendung. Macht nichts. Gehen Sie einfach auf die BR-Mediathek. Da können Sie die Sendung auch noch anschauen. Oder bei YouTube. Oder Sie bestellen unseren Newsletter. Geht auch. Unter br.de/freizeit. Dann verpasst man überhaupt nichts mehr. Dann wissen Sie auch, was der Chinesenbad ist. Doch, bitteschön, die Buche mit dem Chinesenbad. Ein eindeutiges Merkmal. Was Sie alles von mir lernen. Wo ist jetzt der Rainer? Ah, da. Da wachsen sie jetzt. Da oben, Nummer 2. Jetzt haben wir sie gefunden. Da, wo, also, wie so kleine Balkone, genau, wo der Schnee drauf liegt. Ja, sieht aus wie so eine Muschelbank. Man sieht es jetzt auch schön, da liegt der Schnee drauf. Das sind unsere Austernseitlinge. Das ist der Austernpilz, den ich bei mir im Supermarkt auch kriege. Genau der. In Original-Wildform. Der wächst bei uns? Ja. Tatsächlich, ja. Aber heute ein bisschen weit um. Ja. Räuberleiter, wir zwei. Da habe ich noch was anderes. Aha. Raffiniert. Ja. Was sag ich denn? Frau Marc, übernimm du. Soll ich das mal? Jawohl. Oder auch nicht.
jetzt kriege ich. Jetzt ja, kommt. Ja. Husten. Hallen. Und? Ja, super. Ist der richtige? Genau. Schau mal her. Der Osterpilz, da kennst du da drin, dass er natürlich auch schön groß ist. Der kann also bis 25 cm groß werden. Aha. Gut Handteller groß. Und gut zu erkennen dadurch, dass diese Lamelle ganz am Pilz runterführt, quasi bis danach, wo es am Substrat dann fest wächst. Ist das jetzt ein Euterpilz oder ein junger Pilz? Dadurch, dass die jetzt erst so im Dezember angefangen haben zum Wachsen, ja, sind es also eigentlich nur recht frische Pilze. Ja. Und dadurch, dass sie natürlich immer konserviert werden hier im Winter wie, wie im Gefrierschrank, sind die uns natürlich immer frisch bis in Februar, bis in März rein. Dann schneiden wir noch ein paar, oder? Ja, also pflücken wir so ein paar. Zwei mhm. Pflücken. Ja, ja, prima. Da. Gut. Na, dann vielleicht nehme ich die da noch. Ja. Und? Einmal. Ist einer da? Ist er. Ja, ja, da ist er. Da ist auch einer. Hä? Erst ein Pilz. Frisch vom Baum. Der Austernpilz oder Austernseitling, Pleurotus ostreatus. Er gehört zur Familie der Seitlingsartigen. Größe? Der Hut kann bis zu 25 cm erreichen. Man nennt ihn auch den Kalbfleischpilz. Er ist weltweit zu finden und gehört mit dem Champignon und dem Shiitake zu den meistgezüchteten Speisepilzen. Pleurotus ostreatus wird als Begleiter für kalte und warme Mahlzeiten verwendet. Er hat wenig Kalorien, dafür reichlich Vitamine. Der Austernpilz ist ein vielseitig einsetzbarer Speisepilz. Der Austernpilz passt zu vielen Gerichten, vor allen Dingen zu Fleischgerichten. Mit den Austernpilzen mache ich ein Rindercarpaccio mit Portulaksalat. Bei den Austernpilzen ist wichtig, sie sehr scharf anzubraten. Damit sie schön knackig bleiben und nicht so lätschert werden. Kann ich denn eigentlich im Sommer schon was tun, damit ich im Winter Schwammerl finde? Weil im Winter, ich meine, wir haben ja Schnee. Ja klar, du kannst schon mal schauen, ob du einen Waldbestand findest mit Altholz, wo tote Bäume auf dem Boden liegen, vielleicht noch abgestorbene Bäume auch noch stehen. Das sind gut, immer gute Plätze, gerade auch mit Laubgehölz. Ich kann aber doch eigentlich auch, wenn ich jetzt daheim einen Garten habe, lege ich mir an alten Baumstamm rein, oder? Ja, genau. Da hat da was wachsen. Du kannst diese Baumstämme dann auch impfen, ja, mit Pilzbrut und dann eben auch dort Osterseitlinge züchten zum Beispiel. Ja. Ja. Das ist aber auch ein Fleckerl, da kann was hergehen, gell? Schau hin. Ah ja. Ja, siehst du das? Gut. Guter Blick. Austern. Ja, Pilz, das muss man jetzt auch erst noch mal genau anschauen. Obwohl, warte mal. Das sind Seitlinge. Ja. Mhm. Und schau das noch mal genau an. Oh, du, es ist keine Buche, gell? Nein, mhm, das ist jetzt eine Erle, der Baum ist eine Erle. Aber der Austernseitling wächst genauso auf andere Laubbäume, auf der Erle, auf der Pappel. Muss nicht immer die Buche sein. Ah, ja, sieht man schon, gell? Da gehen die Lamellen bis oben, also wo er hochgewachsen ist. Und bei dem habe ich so einen gelben Hof irgendwie. Hä? Du siehst immer wieder einen kleinen Stiel, ja, so einen kleinen Stielansatz. Und deswegen sind das jetzt die Dings, gelbstielige Bauchmuschelseitlinge. Richtig, genau. Das ist perfekt erkannt. Man lernt ja dazu.
grab jetzt einfach einmal da so ein bisschen her. Und dann Nummer 3, der Moorpilz. Schau mal. Was ist der an dem Stamm? Das ist ein Schwammerl. Moor. Sag mal, warum habe ich eigentlich das Gefühl, dass das lauter asiatische Schwammerl sind? Also selbst beim Austernpilz habe ich, denke ich, asiatisch. Weil? Ja, vielleicht, weil er immer neben dem Shiitake-Pilz im Regal liegt. Im Supermarkt? Ja, im Supermarkt, genau. Also das kann sein. Aber die sind, also das sind heimische Pilze. Ja, also nicht so groß. Nein, das ist ein heimischer Pilz, der wächst hier am Holunderstrauch. Und schau mal, vielleicht kommst du auf den Namen. Also Moer, er hat noch einen anderen. Genau. Ohrwaschelschwammerl vielleicht. Das Judasohr, so heißt er bei uns. Aha. Das Judasohr, Auricularia auricula judae. Es gehört zur Familie der Ohrlappenpilzartigen. Größe 5 bis 12 cm breit. Der Name ist auf eine Legende zurückzuführen. Judas soll sich, nachdem er Jesus verraten hatte, an einem Holunderstrauch erhängt haben. Unter sogenannten Mykotherapeuten gilt er als besonders gesunder Vitalpilz, dank seiner entgiftenden und blutverdünnenden Wirkung. Auricularia auricula judae eignet sich gut als Begleiter zu würzigen Soßen und Suppen. Mit den Moer-Pilzen mache ich gebratene Jakobsmuscheln mit Moer, roten Zwiebeln und Koriander. Die Moer-Pilze eignen sich perfekt für die asiatische Küche, da sie den Geschmack von verschiedenen Würzsoßen gut annehmen. Normalerweise verarbeiten wir getrocknete Moer-Pilze und ich bin sehr verwundert, jetzt frische Moer-Pilze aus den Wäldern Bayerns verarbeiten zu können. Man muss halt einen Holunder kennen, gell? Ja, da wächst viel Holunder. Das sind alles Holundersträucher. Ich bin ja so gut. Das sind einmal Ohrwaschel. Prima. In dem sieht man noch mal ganz toll diese braun-schwarze Färbung. Der Pilz ist so knorbelig. Und er wächst eben hier am Holunderstrauch. Das sind so die wichtigsten Merkmale. Kann ich den jetzt mit einem anderen verwechseln? Also so mit den Merkmalskombinationen eigentlich. Und wenn ich jetzt einmal den roh essen ming dat? Also es gilt die Regel, es ist immer wichtig, dass Pilze gekocht oder gegart werden. Nur ganz wenig Ausnahme kann man auch roh verzehren, aber in der Regel immer abkochen. Das ist die sichere Methode. Aber sammeln dürfen wir es, gell? Ja, wir dürfen es sammeln. Welcome to Mystery. Also bei mir ist eigentlich fertig auf meiner Seite. Ja, du, in der Küche könnte man eigentlich toll unsere Pilze kochen, aber wir könnten es natürlich auch genauso gut hier im Wald kochen. Wie wäre das? Also Rainer,
fangen wir nochmal von vorne an. Also das ist ja Schnee, nass, Holz. Wir brauchen Holz. Das jawohl, das holen wir. Ja, aber das ist ja, also, okay, angenommen, wir würden eine Feier zusammenbringen. Angenommen, ja. Holz. Holz. So. Damit kriegen wir das Feuer. Also die Rinden so ein bisschen. Ja, das rauben wir einfach auf. Genau, da machen wir sogenannte Feuerlocker draus. Das kannst du mit dem Messer, mit dem Beil so ein bisschen einkerben. Und das ist angenommen, das funktioniert. Ja. Wir brauchen einen Topf. Ja, einen Topf holen wir jetzt. Schau mal. Aus Holz. Ja. Da kommt Wasser rein. Und dann kochen wir uns das mit heißem Stahl. Ja, aber damit koch ein Baumstumpf. Ist klar. Damit der Stahl aber heiß wird, brauchen wir ja noch ein Feuer. Holen wir noch Feuer, gut. So. Da haben wir noch was ganz Spezielles dabei. Das ist ein Feuerstahl. Damit machen wir Funke. Ein bisschen was haben wir jetzt zusammengebracht. Doch, doch. Das ist auf jeden Fall eine schöne Suppe für uns. Eine Suppe machen wir, gell? Pilzsuppe. Und damit die Suppe heiß wird, nehmen wir heiße Steine aus dem Feuer. Die dürfen allerdings vorher nicht nass sein, sonst platzen sie. Jetzt nur wegen die Schwammerl. Also, wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher bin mit den Schwammerl, was mache ich? Also das Beste wäre, einfach sich auf ein paar wenige Pilze erstmal beschränken. Und im Zweifelsfall immer noch gut, mal zum Pilzberater zu gehen und ihm deine gefundenen Pilze mal zu zeigen. Und da könnt ihr dann noch mal alle Details erklären, auf was du achten musst. Ja, und so einen Pilzberater findet man eigentlich in jeder größeren Stadt. Muss jetzt wie lange ziehen? 10 Minuten lassen wir die jetzt hier im heißen Wasser. Ich hätte auch noch einen Schwammerl. Hoi. Ja, den hätten wir jetzt eigentlich fast vergessen. Welchen? Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae gehört zur großen Abteilung der Schlauchpilze. Größe sehr gering. Der einzellige Pilz vermehrt sich durch Teilung. Man sagt ihm Heilkräfte bei Haarausfall und Hautkrankheiten nach. Und er ist als Begleiter für fast alle Gerichte geeignet. Der wächst ja gern so, wie soll ich sagen, an so Lagerplätzen, weißt? Und braucht ein bisschen ein Feuer, damit er schießt, weißt? Man muss noch ein bisschen aufpassen, weil also wenn man mehrere davon nimmt, hat er so ein bisschen halluzinogene Wirkung. Ja. Da schau her. Zuckerpilz des Bieres. Ja? Fein. Ja. Fein, hä? Also nachher rennen. Auf die Pilze. Auf die Schwammerl. Wie wir sagen. Das taugt das schön. Sehr gut auch. Aber jetzt muss ich die Suppen probieren. Pass auf.